Das ist der Ort, den Margot erwähnt hat. Wo ist denn das Grab? Unter einer Kastanie, hat Margot gesagt. Thomas Moreau, Professor. Das ist nicht das richtige Grab. Marquis de Daniche. Halt, Moment, ich kann alles erklären. Caroline Satir. Ja, was steht daran nicht? Schrie sie ihren Gärtner an, der das Stöckchen nicht holen wollte. Ihr Zorn war tödlich. Wow, echt jetzt? So flache Karlauer? Nicolas Suet. Komm schon, noch einen auf dem Weg. Okay. Hi, Plätze. Micheline Belrose. Aha. Das ist es. Platziere die Urne im Grab. So, das war's. Boris Pugnas Moral Fetisch. Wichser. Muss ich die mir alle angucken jetzt hier? Michel Madey, Ritter, kämpft an vielen Fronten, kehrte dann in dem Schloss, in den Schoß der Heimat zurück, okay? Huch. Nein. Getötet von einem Typen namens Bill. Damien Mumut. Damien Mumut, sagt mir nichts. Pierre Krummnase, bester Verwalter von allen. Grégoire Le Semeur, viel zu früh in der Stadt in der Nacht aufgebrochen. Mathieu Thomas, beim Kartenspiel gestorben. Das kann nicht passieren, deswegen spiele ich auch kein Quint. Alexandre Le Bien-Aimé starb, als er Jakob den Holzfäller ausrauben wollte. Sowas tut man ja auch nicht. Madeleine Zisch starb über ihr Kassenbuch gebeugt und murmelt, nur noch eine Tabelle. Ja, ja, die Excel-Junkies, ne? Amélie Collard kam aus dem fernen Azeroth und starb im Überfall durch eine Hanse. Okay. Erstochen von einem unzufriedenen Kunden. Grégoire Lavard. Matthias Duda, Ritter. Freundlich zu Freunden, feindlich zu Feinden. Kann man auch von mir behaupten. Ach, doch nicht immer aufs Pferd steigen. Plötze. Stalkst du mich oder was? Komm, jetzt zwei, drei, gucken wir uns noch an auf dem Weg. Hallo? 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 Antoine Supreme kämpfte den einen Kampf zu viel. Sarah Fouconnier. Trink das nicht! Das ist aber schön hier mit Kerze und so. Julie Wollesein. Sie wollte diesen kleinen Panther unbedingt haben. Ja. Oh, ein Puma. Nee, da war was anderes, ne? Alles in Ordnung. Jo, gleichfalls. Läuft. Was ist denn? Den habe ich jetzt nicht gesehen. Es gibt da einen Grabstein Jean-Luc Picard. Geil. Sehr geil. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr erwartet. Dinge habe ich bis jetzt nicht so, war nicht so prickelnd. Ich habe die Urne mit Margots Asche weggenommen. Wie du wolltest. Louis, bist du da? Ich hätte wissen müssen, dass er nicht kommt. Na gut, du willst es nicht anders. Bring Louis dazu, sich zu zeigen. Okay, dann machen wir das mit dem Lämmchen. Das Lämmchen, das Lamm. Magisches Lämmchen.
Also ich hätte gedacht, mit der Lampe funktioniert das jetzt. Machen wir das so. Bitte, stell mich zurück! Ja, ich habe nicht reingelegt, ich habe keinen Schimmer, wo die Karten sind, aber ich denke mir was aus, bestimmt. Kleiner Bescheißer bis in den Tod hinein. Ich hab's! Dieser Schwertschmied Trentin, den hab ich beim Quint mal abgezogen. Und er hatte kein Geld. Da hat er mir den Stolz seiner Sammlung versprochen. Ein tolles Schwert, fein gearbeitet. Ich starb, ehe ich es holen konnte, aber du könntest es haben. Sag ihm einfach, dass Louis de Corentin dich schickt. Der verblichene Louis de Corentin? Das könnte tatsächlich problematisch sein. Aber wenn... Genau. Der Mann ist ein unverbesserlicher Spieler. Seine Frau hat ihn gezwungen, Hilfe zu suchen. Hypnose oder so. Sie ist felsenfest überzeugt, dass er keine Karte mehr anfasst. Wenn sie erfährt, dass er immer noch spielt, dann kommt er in Teufelsküche. Danke. Dann sprich mit dem Schwertschmied. Der Critch ist hier. Moin, Critch. Grüße dich. Schön, dass du da bist. Alle Prüfungen rum. Abschluss sicher. Ja, herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Das freut mich sehr zu hören und ich habe ehrlich gesagt nichts anderes von dir erwartet. Bist ja ein plitschen Kerl, ne? Das freut mich sehr. Ehrlich? Nur ein Hexer kann das Biest überwinden. Ja, weiß Bescheid, ne? Ich will hier rein. Andere Seite? Innenhof? Diese Aussehen müssen schlecht gewesen sein. Waffenschmied. Ah. Hier trinkt alles Wein und... So, jetzt gibt's Mega. Tag 30. Der beste Stahl Toussaint. Sie nur selbst. Der beste Hexer der Welt. Erstmal zeig's mir deine Waren. Zeig mir, was du hast. Laden. Laden, laden. 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 Ah, danke. So, 19.000 Taler hast du. Dann könntest du sicherlich ein bisschen was kaufen von dem Schrott hier. Iris behalten wir natürlich. Ja, nur noch 200 Taler. So, dann repäre mal alles, bitte. Danke. Was kannst du denn Schönes machen? Ja. Boah. Also er kann auf jeden Fall auch meisterlich gefertigtes.
Aber diese Großmeistergeschichte, die würde ich gerne nochmal haben wollen bei Gelegenheit. Aber deswegen bin ich ja gar nicht hier. Ich bin hier, um das Schwert von Louis de Corentin zu holen. Wie dreist! De Corentin ist tot. Wer bist du? Sein Bruder? Sein Liebhaber? Louis hat nichts dergleichen erwähnt. Mag ja sein, aber dich hat er erwähnt. Und den Umstand, dass du gerne Gwent gespielt hast. Sehr gerne sogar. Bis deine Frau dir geholfen hat, die Sucht zu überwinden. Sie muss ein wahrer Schatz sein. Ach, diese Arschgurke. Ich wollte es doch wieder über den Kamin hängen. Jetzt, wo Louis die Radieschen von unten zählt. Aber es muss wohl sein. Ja, das muss wohl sein. Ansonsten hast du echt Stress zu Hause. Ich bin echt ein Arschloch-Hexer. Aber lass mich nicht einfach so hängen. Ich will wenigstens meine Ehre zurückgewinnen. Ein paar Ründchen um Geld vielleicht? Und deine Frau? Hast du keine Angst? In meinem Haus habe ich das Sagen. Frauen sind machtlos. Außerdem ist meine Frau gerade bei ihrer Schwester in Belhaven. Also, spielen wir? Nö. Nein, danke. Ich passe. Verflucht nochmal. Nein heißt nein. Ich bettle nicht drum. Dein Nachsehen. Alles Gute. So, wir haben das Scharwert im Feuer geschmiedet. Rüstungsdurchbohrung, kritischer Trefferbonus, 50% Bonus. Schon nicht schlecht, ne? Aber ich bin eigentlich mit meinem Wolfstahlschwert echt zufrieden. Das ist schon ein ganz schönes Ding. Weil der hat nämlich auch noch die Bonuserfahrung bei Humanoiden und die Chance auf Bluten, was ich ziemlich geil finde. Jo, der Critch hat sich vor der mündlichen, aus vor der schriftlichen Jose gemacht. Ich hoffe nicht. Jetzt hast du es hinter dir, genau. Das ist echt ein geiles Gefühl, ne? Wenn alles vorbei ist. Wenn dann der ganze Stress abfällt von einem. Nee, ist schon doll. Ich hätte gerne Monokel gehabt, das finde ich auch nicht schlecht gewesen. Ne? Ich könnte nicht mit der Maske durch die Gegend laufen. Ne? Was ist das überhaupt hier? Kräuterabsude, okay. Eine Bullenfigur kann ich heute nirgends hinmachen. Das Auge von Nehaleni, okay. Was macht das Ding eigentlich? Hier ist nichts. Keine Ahnung, was das Ding jetzt gerade anstellt hier. Wo ist denn die Brille? Wo ist denn die Brille? Die Brille. Ich will meine Brille wieder haben. Wo ist meine Brille? Gabelschwanz, Rückenmarksflüssigkeit. Was ich so alles hab hier, ist ja unglaublich. Beschädigte Augen. Nee. Menno, meine Brille ist weg. Darf doch nicht wahr sein. Ja, die ist weg, ne? Wo ist meine Brille hin?
Das finde ich jetzt doof. Das finde ich jetzt ehrlich ein bisschen doof. Ganz ehrlich. Da ist die Brille. Oh, ich dachte schon hier bei den Waffen. Na super. So, der coole Geralt ist wieder da. Alles klar. So, hol dir die Belohnung ab dafür, dass das Rätsel des nächtlichen Lärms auf dem Friedhof gelüftet zu haben. Ach, sag mal, ich kann kein Deutsch mehr, oder was? Der Recke der Herzogin! Ach, welche glückliche Fügung. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ja? Meister Hexer, ja. Welch Glück, dass ich dir begegne. Ehrlich? Hast du Arbeit für mich? Einen Auftrag? Sonst halt die Fresse. Den Auftrag hast du schon zu meiner vollen Zufriedenheit erledigt, als du vor Jahren in Beauclair warst. Damals war ich knapp bei Kasse. Erinnerst du dich? Doch ich schwor dich eines Tages voll zu bezahlen. Da war was, da irgendwas war was. Klingelt da. Ja, irgendwas klingelt da. Leider ganz weit weg. Warst du weg, bevor ich die Rechnung begleichen konnte. Also habe ich deinen Lohn auf ein Konto eingezahlt, was? Damit das Geld sicher ist. Okay. Was für ein Konto? Ich krieg ein Sparbuch. Juhu. Ein Sparkonto bei der Chianfanelli Bank. Du kannst einfach hingehen und das Geld abheben. Mhm. Das dürfte mittlerweile ein hübsches Sümmchen sein. Danke. Ich gehe hin, sobald ich dazu komme. Ja, geil. Ich sollte mal bei dieser Bank vorbeischauen. Schön, dich wiederzusehen. Nice. Ich fühle mich schwach. Stimmt es, dass man in Skellige eingelegten Hering isst? Ja, das tut man. In Skellige isst man eingelegten Hering. Du kleiner Hering. Das ist nicht gut aus. Nein, der Geralt von Riva. Was? Der beliebte Schreihals von Riva? Außer Fressen und Saufen haben sie nichts im Sinn. Los, du Arsch! Versuch's doch! Halt, tu mal ganz doll die Bälle flach. Sonst gibt's ein paar aufs Maul, ne? Weiß Bescheid, Alter. Gib der Frau Zucker, gib der Frau Wein, dann ist sie glücklich, dann ist sie dein. Na, Charles, mach mal auf. Der pennt in der Kneipe. Ich bin fertig. Auf dem Friedhof ist es jetzt wieder schön leise. Ah, wieder im eigenen Bett schlafen. Im Schlauberger wird es auch immer lauter. Die Gäste gebärden sich wie die Besessenen. Vor allem dieser Irre, der ständig nur Odrin, Odrin brüllt. Aber sag mir, was war los auf dem Friedhof? Waren es wirklich Bestien? Komm her. Ja, es war ein furchtbarer Kampf. Ich habe um Haaresbreite überlebt. Verbietet dir dein Kodex, mir die Einzelheiten zu verraten? Yep. Ist wohl besser so. Yep. Hier, ich leg noch was drauf. Ja, das hast du verdient. Du warst so ein billiger Jakob. Hier, komm her. Fast verdoppelt. Bis dass der Tod euch scheidet. Abgeschlossen. Sehr geil. Majoran weinte. Was? Mein Uran weinte? Hey, Zustand noch. Nicht mal drüber nachdenken. Hey, Kaufmann. Willkommen, Schneewittchen. Willst du sehen, was ich habe? Ja, komm her. Darf ich mir mal deine Waren ansehen? Ja, kleiner Schmuck. So, du kaufst aber hier Zeugs, ne? Das ist gut. Ja. Feuer geschmiedet. Iris. Winterklinge. Naiv, Seide. Behalten wir alles natürlich. So, das Zeugs kann alles weg. So, sind wir den Kram schon mal los. Dann haben wir ein wenig Shitcrumbs hier. Und dann haben wir
ganz viel. Tünef. So, alles verkaufen. Erstmal den ganzen Kram hier rausschmeißen. Glas hier weg. Tassen. Fiolen. Komische Messer. Spitzhacken. Mupfeln. Pfeifen. Äxte. Verwestes Fleisch. Auch immer gut. Das Bild behalte ich. Komm her, hier. Goldenes Kästchen. Den Kram können wir auch noch verkaufen. Plunder, Plunder, Plunder. Alles Plunder. Anti-Vampir-Knoblauch. Ja, hilft auf jeden Fall. Riechende Pfauenfeder. Riechende Pfauenfeder. So, Alchemie will auch ein bisschen was haben, das ist gut. So, ich versuche mal wieder runter zu gehen, dass ich so ungefähr auf 10 bin pro Artikel. So, mal ganz den Shit hier loswerden. Weil der hat ein bisschen Geld und der kauft den ganzen Scheiß ab, das ist gut. So, 23 hiervon. 22 davon. Jo, so Stück für Stück kriegen wir den Kram hier los. Das ist gut. So, 33 davon. Endriagen-Embryos. Bäh. Nein. Ein zu wenig. So. 24 davon, da. Ein hiervon, drei davon. Das sieht doch schon ganz gut aus. Hier, Lamia Haarlocke. Keine Ahnung. 40 Stück. So, 18 davon. 25 von dem. Wieso ist da keine Musik? Ich vermisse die Musik irgendwie gerade. Es ist ein bisschen still, ne? Tut mir leid. Musik ist hoffentlich gleich wieder da. Sonst singe ich für euch. La, 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 la. Nein, das wollt ihr nicht hören. Nein, 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 nein. So. Ah, siehst du? Jetzt ist sein Geld. Jetzt ist sein Geld, alle. So, 1992. So viel verkaufen wir ihm noch. Prima. Die 60 kann er behalten. Alles wunderbar. Tüdelü. So. Bis dann. Bye. Hallo. 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 So, jetzt gehen wir in die K-Westen. Er will wieder auf das Biest von Tuseng. Das wollen wir natürlich nicht. Das können wir noch nicht machen. Das dunkle Vermächtnis können wir erst nochmal machen, wenn wir zurück sind. Das ist nochmal ein Teil von Heart of Stone. Habe ich noch nicht abgeschlossen. Müssen wir nochmal machen. Genau, die habe ich zerlegt. Ich habe eine Statue, bei der Auktion habe ich eine Statue mitgehen lassen, die habe ich zerlegt. Und da drin befand sich ein Brief und ein Schlüssel. Das habe ich vorher nicht gesehen. Dadurch hat sich ein neues Quest aufgetan. Das müssen wir noch machen. So, und der ist Level 46, der geht noch nicht. Den möchte ich noch nicht machen. Rinderwaren. So, Papierkrieg. Bei der Cian Fanelli Bank. Wo ist die überhaupt? Die Cian Fanelli Bank. Die ist ja nicht weit, ne? Dieser Lärm. Ich hab kein Auge zu. Können wir da mal rüber, Junge? Der berühmte Gerald von Riva. Gerald. Oh. Ich bin der Gerald von Riva.
Lieber ein Fasan im Sack als zwei im Busch. Schon wieder ein Ausrufezeichen hier. Lafarge.